Dieser Wächter des Waldes überrascht durch sein buntes Gefieder, wenn ihr ihn zu sehen bekommt. Der Eichelhäher hat ein schwarz-weiß-blaues Muster an den Flügeln. Im Kontrast dazu ist sein Körper rosabraun. Auf fast jedem Waldspaziergang könnt ihr seine heiseren, rätschenden Rufe hören. Auch in Parks und großen Gärten mit Baumbestand hält er sich gerne ganzjährig auf. Wie ihr schon vom Namen vermuten könnt, besteht seine Nahrung aus Eicheln und Nüssen. Diese sammelt er auch in seinem Kropf und vergräbt sie für den Winter. Denn dadurch hat er dann in Notzeiten etwas zu fressen. Da nicht alle Verstecke wiedergefunden werden, haben Eichelhäher erheblich zur Ausbreitung unserer Eichenwälder beigetragen.